So, wir haben abgelegt aus Carloforte, der westlichsten kleinen Insel vor Sardinien und somit der westlichste Punkt Italiens. Überraschend belebt. Wir fahren nahezu im Halbstundentakt Fähren ein und aus. Es ist richtig viel los auf den Straßen. Das hat uns schon etwas überrascht. Schöner kleiner Hafen, war alles okay. Wir haben jetzt ziemlich genau 200 Meilen bis Menorca. Wir veranschlagen so 45, 48 Stunden. Und das Wetter ist sehr östliche Winde. Wir werden überwiegend mit achterlichem Wind segeln. Wir haben in der Spitze so bis 15 Knoten. Es wird also eher eine ruhige Überfahrt. Vorsichtshalber die Tank nochmal voll nachgetankt. Aber alles ist vorbereitet. Spanien, wir kommen. Ole! Mit unserer Schleppangeltechnik hatten wir noch nie wirklich Glück. Noch nie hat was angebissen, aber wir versuchen es halt immer wieder. So auch auf dieser Überfahrt. Vielleicht läuft sie ein bisschen besser. Quasi ein Topf Nudeln. Schmeckt echt gut. Hat Andrea super lecker gemacht. Normalerweise gibt es, wenn wir unterwegs sind, kein Alkohol, während wir fahren. Aber wir haben heute Hochzeitstag und da gönnen wir uns als Sundowner. Es ist total ruhig, kein Wind, Motor läuft. Gönnen wir uns ein Glas Wein und stoßen auf unseren Hochzeitstag an. Ich wollte mal kurz AIS erklären, automatisches Identifizierungssystem. Wir sehen hier so kleine Dreiecke und diese Dreiecke, die grünen Dreiecke, sind alles andere Schiffe. Und jetzt kann ich mit meinem Mauscursor hier rausgehen. Hier zum Beispiel haben wir, ein Kreuzfahrtschiff, die Costa Firenze. Oh, wir haben gerade Sonnenuntergang, deswegen schaltet sich das Display um. Alles gut. Das ist die Costa Firenze und dann gehe ich hier drauf und sage, zeig mir mal die Information zu dem AIS-Schiff und dann sehe ich die Costa Firenze, Passagierschiff, 324 Meter. Interessant ist hier der Bereich, 8,5 nautische Meilen, das heißt, es ist 8,5 Meilen weg von hier. Wir peilen es in 206 Grad, sie fährt mit 10 Knoten recht langsam in Richtung 116 Grad, also Kurs Overground 116 Grad. Für mich interessant ist dann die Information auf der nächsten Seite hier oben. Da steht nämlich CPA, Closest Point of Approach, 8,5 nautische Meilen. Das ist natürlich nachts super, wenn ich hier die anderen Schiffe so entsprechend sehe. Das nennt sich passives AIS. Wir haben dann auch noch ein aktives AIS, das heißt auch die anderen Boote sehen uns genau als gleiches Dreieck. Da steht ein Segelboot, 11 Meter. Und unsere Geschwindigkeit und wann wir uns annähern. Also ein super Sicherheitsgewinn, wenn man auch von den anderen Schiffen gesehen wird. Und es beruhigt ungemein, wenn man weiß, die anderen Schiffe sehen einen. So, wir haben es jetzt so nachts gegen 1. Ich habe wieder Wache. Andrea hat mir, wie wir das immer machen, als abgelöste Wache noch einen Tee gemacht, damit die aufziehende Wache lecker was Warmes im Magen hat. Wir haben heute eine Vollmondnacht, das ist total irre. Es ist richtig, richtig hell. Und wir haben zudem noch eine ganz besondere Nacht, denn es ist heute eine Mondfinsternis. Die fängt so etwa um 3:30 an und dann gegen 6.30 Uhr wird die komplette Mondfinsternis dann hoffentlich zu sehen sein. Wir haben absolut wolkenfreien Himmel, also wir sind da schon ganz gespannt. Freuen wir uns drauf.
Das gibt eine coole Nacht. Ich fahre jetzt bis 4, dann wecke ich Andrea und dann schauen wir mal, wie es mit der Mondfinsternis aussieht. Vielleicht weckt sie mich dann heute Morgen nochmal. Wind ist so an der untersten Grenze. Wir haben so 7-8 Knoten Wind. Das Vorsegel draußen, der Motor läuft mit. Wir fahren mit etwas über 5 Knoten. Ganz gemütlich, ganz gemächlich. Ich hoffe, der Wind nimmt gegen morgen noch ein bisschen zu. So, guten Morgen. Heute Morgen um 8 haben wir erstmal umgebaut in scheinbar unsere Lieblingsbesegelung auf dieser Reise. Nämlich wir sind in Schmetterling gegangen, Vorsegel ausgebaumt. Wir haben jetzt so 11 Knoten wahren Wind. Das schiebt uns mit 3,5-4 Knoten ganz gemütlich. Wir haben um 8 Uhr auch die 100-Meilen-Marke genommen, haben also genau die Hälfte jetzt hinter uns. Andrea hat sich nochmal schlafen gelegt. Und jetzt lassen wir uns ganz gemütlich übers Meer schieben. Absolut ruhige Nacht gewesen. Schön. Der Thunfisch ging uns abends zu Sonnenuntergang etwa 60 Seemeilen vor Menorca an die Angel. Wir sind dann noch die Nacht durchgefahren und nach Mahon eingelaufen. Mahon ist ein wunderbar gelegener Fjord und wir haben uns erstmal eine kleine Bucht zum Ankern und Ausschlafen ausgesucht. Wir sind angekommen auf Menorca. 44 Stunden haben wir für die 200 Meilen gebraucht von Sardinien hier rüber nach Menorca. Das ist jetzt kein Weltrekord, aber wir hatten auch so gut wie überhaupt keinen Wind. Von den 44 Stunden ist 37 Stunden der Motor gelaufen. Das ist schon ein bisschen nervig. Die Zeit, wo wir denn segeln konnten, war schön. Haben wir genossen. Die erste Nacht war geprägt von Vollmond und einer totalen Mondfinsternis. Das war wirklich ausgesprochen beeindruckend draußen auf dem Meer. Die zweite Nacht war diesig, aber dafür haben wir gestern Abend einen Thunfisch gefangen. Das war natürlich ein Riesenfest. Da werden wir jetzt wahrscheinlich eine ganze Woche Thunfisch essen, aber da freuen wir uns schon drauf. Und jetzt waren wir gerade noch mal eine Runde spazieren im Ort. Heute Morgen, als wir angekommen sind, haben wir uns erstmal in die Bucht gelegt und noch mal 4 Stunden geschlafen. Jetzt sind wir ein bisschen durch den Ort geschlappt. Und jetzt gibt es den verspäteten Ankommeranleger. Prost. Prost, Chef. Zum Wohl. Hola, España. Jetzt ging es erstmal ans Zerlegen des Thunfischs. Und als allererstes Gericht haben wir uns für ein kleines Thunfisch-Carpaccio entschieden, das es gilt vorzubereiten. Und einmal die asiatische Variante, bitte. Das
Mahon hatten uns Freunde empfohlen und sie haben wirklich nicht zu viel versprochen. Tief ins Landesinnere zieht sich dieser wunderschöne Naturhafen hinein mit mehreren Anlegestellen, Gassen, Fußgängerzone und kleine Promenaden laden zum Spazieren ein. Auf dem Markt und in wunderhübschen kleinen Geschäften lässt es sich gut einkaufen und mit dem Nötigsten versorgen. Und wir entscheiden, die zahlreichen Buchten der Balearen ausgiebig zu nutzen. Und das bedeutet, das Beiboot aufblasen. Teil 2 unserer Serie, was man aus selbstgefangenem Thunfisch alles machen kann. Heute grüne Spargelgemüse mit Thunfischsteak von Köchin Andrea. Perfekt. Heute ist der vierte Tag, an dem es Thunfisch gibt, aber es schmeckt immer noch super lecker. Heute grillen wir in dieser spektakulären Bucht. Cala Nova im Süden von Menorcas wird heute gegrillt. Wir sind hier in einer absolut beeindruckenden Bucht, Cala Cove oder Cala Cave, ein Nekropole, das heißt in der Bronzezeit etwa 1000 bis 2000 vor Christus hat man hier vorhandene Höhlen als Grabstätten verwendet und auch neue kleinere Einlässe ausgemeißelt. Das wurde dann bis ins Mittelalter hinein von Bauern und Siedlern als Wohnstätte genutzt und in den 1970er und 1980er Jahren von der damaligen Hippie-Bewegung als Unterkunft genutzt. Absolut fantastisch. Wir sind zwei Boote hier in der Bucht. Ich behaupte mal zu sagen, viel mehr passen auch nicht rein. 40 Meter hohe Felswände, beeindruckende Aussichten. Uns gefällt es sehr, sehr gut. Wir besuchen noch die eine oder andere Bucht im Süden von Menorca, die um diese Zeit im Mai auch noch nicht so sehr überlaufen sind. Bevor es dann rübergeht, die 38 Seemeilen nach Mallorca. Wir sind gerade auf Mallorca angekommen. Heute von Menorca aus einer relativ wackeligen Bucht, heute Morgen um 8 Uhr abgehauen. Es hat uns einfach genervt, diese Wackelei. Und jetzt sind wir in Porto Cristo. Ganz ruhig, geschützter, so wie so ein kleiner, ja, wie so ein kleiner Fjord zieht sich das ins Land rein, ganz geschützt. Da liegen wir und schauen uns heute Abend mal die Stadt an. Aber das Allerwichtigste, wenn wir ankommen, Prost Mallorca. Prost Mallorca.
wunderschöner Leuchtturm in der Einfahrt nach Cala Colom. Wir sind jetzt vor 2 Tagen bei herrlichem Wind die 40 Seemeilen von Menorca nach Mallorca rüber gesegelt. Unser erster Hafen war dann Porto Cristo. Und gestern war auch herrlicher Wind, leider gegen an. Da haben wir dann nur einen ganz kurzen Hupfer gemacht nach Porto Colom. Heute hat der Wind wieder zurückgedreht, ist also lustig. Dreht immer vorwärts, rückwärts, wie er es gerade braucht. Aber wir können heute ganz herrlich um die Südspitze Mallorcas rum. Herrliches Segeln, konstant über 6 Knoten. Wind, Raum bis achterliche Winde, sehr schön. Ankern über türkisblauem Wasser. Unser nächster Stopp ist die Marina Sarapita, die nördlich an den wunderschönen karibisch anmutenden Estrengstrand mit seinem türkisblauen Wasser anschließt. Wir machen rein Schiff, kaufen Getränke ein, weil der Supermarkt direkt in der Marina ist. Und es wird diesmal ein bisschen mehr, insbesondere Bier, was wir sonst nicht so viel bunkern, weil Andrea nächste Woche nach Hause fliegt und mich für Freunde aus Deutschland besuchen kommen, um eine Woche Männerturn rund um die Insel Mallorca mit uns zu machen. Ins Dinghy gesetzt und habe mal von draußen den Rumpf mal geputzt. Wunderbar, wie sie strahlt im Sonnenuntergang. Apropos rein Schiff. Das Unterwasserschiff hat den Winter über auf Korfu mächtig Algen angesetzt. Dem rücken wir heute mit dem Dampfstrahler zu Leibe. Jetzt haben wir das Schiff von Unterwasser sauber gemacht. Jetzt sind wir rausgefahren und haben nur das Vorsegel aufgesetzt mit halbem Wind und 20, 25 Knoten Wind. Fahren wir jetzt hier die Küste Mallorcas entlang. Und da sehe ich, dass sich die Lattentasche gelöst hat am Vorsegel. So ein Mist. Jetzt muss ich mal schauen, wo ich in Palma, Gott sei Dank, da ist ja super Infrastruktur, Palma vielleicht noch schnell einen Segelmacher kriege, der die annäht. Aber gut, es kommt, wie es kommt.
Marina, ja, Club Nautico Palma, for sailing boat Tayo, over. Nautico, head over. We have a reservation for 3 nights, over. Tayo, boat name Tayo, Tango Alpha India Jackie Oscar, over. Vicente Marinero, over. Und so kommt dann auch ganz schnell ein freundlicher Marinero, der uns mit seinem Boot durch das Labyrinth des Hafens führt, um uns zu unserem Liegeplatz zu bringen. Es gibt so ein paar Häfen, da möchte man mit dem eigenen Boot einfach gerne mal hin. Für mich gehört unter anderem Palma de Mallorca mit dazu und da sind wir heute. Angekommen, Real Club Nautico de Palma. Eigentlich mitten in der Stadt. Wenn wir hier aus dem Hafen rausgucken, rausgehen, sind wir direkt in der Stadt. Wirklich super, schön heute angekommen, schöne Fahrt gehabt. Darauf haben wir uns jetzt ein Aperol verdient. Prost, mein Schatz. Auf Mallorca. Andrea verlässt mich jetzt für 10 Tage, um zu Hause nach dem Recht zu schauen. Mich kommen 4 Freunde besuchen und wir machen einen Männerturn. Wir freuen uns, wenn ihr im nächsten Video wieder dabei seid, wenn wir euch die schönsten Ecken Mallorcas zeigen, Ibiza erkunden und die wunderbar karibischen Strände Formenteras besuchen. Vielen Dank bis hierher. Tschüss.